erledigt. Liebe Gäste, Lefaste Lovensfreunde, wer jetzt noch nicht steht, sollte sich schnell einmal hinstellen. Denn jetzt, und das gehört zu einer Karnevalssession wie der Dom zu Köln, jetzt empfangen wir die Fürstin der Freude. Wir empfangen das Kölner Dreigestirn. Das Publikum. Es ist zwar schon etwas später am heutigen Abend auf der ZDF-Fernsehsitzung, aber jetzt zeigen wir mal unserem Kölner Dreigestirn 2015, was wir bis jetzt für eine Stimmung und Euphorie haben. Wir begrüßen jetzt mal das Kölner Dreigestirn mit dem gebührenden, donnernden Applaus. Höchste Aufmerksamkeit, ich übergebe das Wort dem Kölner Dreigestirn 2015. Lefaste Lovensjäcke, jetzt lassen wir nun genau das machen, was unser wunderbares Fest so einzigartig, so liebenswert macht. Lass uns gemeinsam was singen, tanzen, lachen und schunkeln. Wir drei laden euch ein, gemeinsam mit uns unser Social Jack Medley zu singen. Ein Potpourri aus kölschen Evergreens, die allesamt für dieses unvergleichbare Gefühl aus Heimat, Zusammenhalt, Gemeinschaft und Gastfreundlichkeit in unserer Stadt stehen. Musik ab! Da war ein Traum, der so alt ist wie die Welt. Und wer ihn träumt, hört ihm zu, wenn er erzählt. Der Prinz mit der Mundharmonika singt von dem, was einst geschah. In silbernen Träumen von der Wache mit der gläsernen Macht, die den Sternen
schenken ihr ein paar Blümchen. Denn die arme Frau Schmitz, die ist so nett. Verehrte Gäste, sind Sie auch mit mir einer Meinung, dass wir gerade in diesem Jahr ein fantastisches Dreigestirn haben? Dann sollten Sie das mal mit Ihrem Applaus bekunden. Ja, die drei zeichnen sich ja nicht nur aus durch ihre Bühnenpräsenz, durch tollen Gesang, sondern durch sehr, sehr viel Herz auch mit eurer Aktion. Eine ganz tolle Sache. Macht weiter so. Für die nächsten Tage bis zum Rosenmontag. Viel, viel Spaß. Genießt jede Minute, denn diese Zeit wird mit Sicherheit zur schönsten Zeit eures Lebens. Ihr drei. Wir bedanken uns beim Kölner Dreigestirn mit dreimal Kölle. Dreigestirn und Kölle. Vielen Dank. Auf von den Sitzen. Wir begleiten das Dreigestirn nach draußen. Klatschmarsch. Abmarsch!